Was geht ab, Fitnessfreunde? Willkommen bei Easy Fitness in meinem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, was für Produkte ich zu mir zunehme, also Supplements hauptsächlich. Ich nehme grundprinzipiell nicht so viele, weil Ernährung ist für mich ein bisschen Vorrang. Die nehme ich nur ab und zu. Und wenn ich in der Phase bin, wo ich wirklich hart trainiere, immer Muskelkater habe, da benutze ich diese Supplements, zeige ich euch mal, hauptsächlich immer von MyProtein. Die sind preiswert gut und schmecken mir hauptsächlich sehr gut. Also einmal nehme ich immer nach dem Training L-Glutamin, also für die Regeneration der Muskeln, ganz normal. Die Einnahme könnt ihr auch selber über MyProtein gucken, wie man das zu sich nimmt, wie viele Kapseln oder besser gesagt Tabletten. Dann nehme ich für den Muskelschutz BCAAs, auch ganz gut. Die nehme ich immer vorm Training oder nach dem Training sogar noch manchmal. Aber BCAAs, wie gesagt, findet ihr auch in der Ernährung, Fleisch, rotes Fleisch, Rindfleisch. Und als Snack Multipower-Riegel, die sind ziemlich gut. Die sind zwar vom Preis her nicht so günstig, aber von den Nährwerten sind die wirklich sehr gut. Ein Riegel wiegt 50 Gramm, 27 Gramm Proteine, ist schon hammer viel. Und Zucker, also Kohlenhydrate, haben die auf 100 Gramm 18 Gramm, also auf dem Riegel 9 Gramm, das geht völlig klar. Also gibt es auch mehrere verschiedene, also gibt es auch verschiedene Geschmackssorten, einmal Kokosnuss, dann haben wir Schoko für die Schokoliebhaber. Und natürlich, was war denn das nochmal? Berry Joghurt. So, zudem nehme ich auch andere Sachen. Zum Beispiel, mein persönlicher Booster ist, was ganz einfach ist, müsste jeder haben, aber ich habe jetzt das hier. Ich soll als Kissen, also als Packung zeigen oder als Ganzes. Das hier. Deutsche Gusto Nescafé Grande Intenso, also ziemlich stark. Ich nehme mal zwei Kapseln und schon habe ich meinen Booster ohne Zucker, oder ein bisschen Zucker könnt ihr auch nehmen, wie gesagt, aber am besten ohne Zucker, finde ich, ist besser. Dann, wenn ich mal Lust auf einen Pudding habe oder einen Quark, und ihr wisst mal, Quark schmeckt oder Magerquark schmeckt immer sehr, für mich persönlich nicht so gut, und deswegen benutze ich mal Flav Drops. Hier habe ich einmal Chocolate Flavor, da habe ich zum Beispiel Schokopudding oder auch Strawberry, also Erdbeer. Ja, das benutze ich. Und zu guter Letzt, was ganz einfaches, was jeder braucht zu Hause, ganz wichtig, meine Proteine. Also es ist Raspberry, weil ich trinke meine Proteinshakes immer ohne Milch. Viele trinken mit Milch, weil es besser schmeckt. Ich finde, alles, was mit Früchten zu tun hat, mit Wasser, einfach der Burner. Da braucht ihr jetzt nicht so, zum Beispiel Schoko mit Wasser schmeckt mir übelst pervers. Also eher würde ich probieren mal schön, also eher so Beeren. Und der Raspberry Himbeer ist einfach der Burner. Von den Nährwerten ist auch Hammer. Also ungefähr, ich glaube, 80 Gramm Eiweiß auf 100. Und deswegen nach jedem Training oder vor dem Training oder Zwischenmahlzeit immer schön Shake am Tag. Also wenn ich in der Aufbauphase bin, nehme ich immer am Tag drei Shakes. Früh zum Frühstück, mittags, also vor dem Training oder so. Oder nachts nach dem Training nehme ich mal einen Shake. Und noch eine letzte Sache, was auf jeden Fall sein muss. So, ich hoffe, man sieht das. Kaugummi. Ich liebe Kaugummi. Sind der Burner. Immer eine Packung Kaugummi dabei haben. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video, euer Easy Fitness. Gebt mir ein Abo, einen Daumen hoch und kommentiert, wenn ihr Lust und Laune habt. Ciao, Leute. Wo ist denn der Knopf hier wieder? Oh, yeah.